Was machst du da? Ey, ey, was machst du da? Leute, da bin ich wieder! Herzlich willkommen zu einer weiteren und besonderen Folge von... Ey, was machst du da? Leute, wie geht es euch da draußen? Wie geht's euch zu Hause? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid gesund und munter. Ich hoffe, ihr habt mal wieder Bock auf eine weitere Folge. Erstmal muss ich kurz erzählen. Ein Kollege auf der Arbeit hat mich gefragt. Ey, yo, Mille, hast du schon einen Gewerbeschein beantragt? Einen Gewerbeschein? Ey, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Einen Gewerbeschein. Dann habe ich mir erstmal ein bisschen erklären lassen, was genau ein Gewerbeschein ist. Ein Gewerbeschein heißt eigentlich nur so viel, dass der Staat Geld von mir haben will. Verstehe ich das richtig? Ich nehme mich hier auf, wie dumm ich bin, wie bescheuert ich bin. Und der Staat will auch noch Geld dafür haben, für meine Dummheit? Was ist das denn? Ey, ich verstehe das nicht. Warum gibt der Staat nicht mir Geld, damit ich so eine bescheuerte Scheiße hier machen kann? Ich verstehe es nicht. Leute, es ist doch mal wieder unfassbar, was hier abgeht. Typisch Deutschland. Für jeden Mist musst du einfach jeden Penny bezahlen. Sie wollen dein Geld. Alle wollen nur dein Geld. Dieser Staat, er ist für mich ein Halunke. Halunke. Alexa, was heißt Halunke? Halunke. Ey, du Halunke. Harlunke. Schatz, musst du jetzt hier oben ins Bad? Oh, da würde ich nicht reingehen. Ich habe gerade Käckerchen gemacht. Es stinkt blöd. Leute, ich kann's nicht fassen. Heute habe ich eine Nachricht bekommen aus unserem Gruppenchat von unseren Arbeitskollegen. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich konnte es nicht fassen. Sitech, meine Firma Sitech, hat ein Video online gestellt. Was ist das denn? Erstmal dachte ich, die wollen mich doch nur veräppeln. Aber die meinen das komplett ernst. Sind die denn nicht ein mal auf die Idee gekommen, mich zu fragen, mich! Was soll denn das? Ich will aber auch keinen zu nahe treten. Ich möchte hier nichts Negatives erzählen. Ich liebe meine Firma. Nachher wieder Nachtschicht. Ich hasse Nachtschicht. Die Botschaft, die dort in diesem Video vermittelt wird, ist einfach eine schöne und tolle Botschaft. Die Sitech Family. Sitech Family. Oh, Sitech. Oh. Ich hab doch schon mal einen Sitech-Song geschrieben. Kennt ihr den noch? Komm mal kurz ab, Junge, Mann, du siehst echt. International kriegen immer gutes Feedback. Die Firma produziert, wir sind diese Sitech. Sitze drauf, Digga, Junge, das ist einfach Sitech. Halt dein Maul, Blech. Und das Fahren fängt beim Sitzen an. Hau ich Leder, fängt mein Körper schnell zu schwitzen an. Den einzig wahren musikalischen Polsterer zu fragen. Mich! Warum nicht mich? Aber naja, wie gesagt, ich will mich gar nicht aufregen. Ich hab dann im Nachhinein eine eigene Version für mich nochmal selber und vielleicht für die Leute da draußen vor diesem Bildschirm eine eigene Version nochmal für mich selber interpretiert. Ich zeige euch jetzt das Video erstmal, was Sitech online gestellt hat. Fahren fängt beim Sitzen an. Sitech Family. Wir sind eine Familie. Wir sind Sitech Family. Wir sind Sitech Family. Sitech Family. Und jetzt kommt meine Version. Viel Spaß mit meiner Version. Ole, ole, ole. Sitech, mein Verein. Wir schießen, wir bügeln, wir polstern. Für Sitech, mein Verein.
Ich heb die Hände hoch und frag mich, was ist los? Sieht, ich mach ein Video, es macht mich völlig fassungslos. Wieso fragen sie nicht mich in Person? Gutes Feedback von Z-Tech, das hatten wir doch schon. Ey, PL2, Vorderwagen, beste Team. Hörst du meine Family, da musst du an meinem Finger ziehen. Haha, Mann, ich bucke mir die Hände wund. Sieht, ich meine Family und ich bin euer Pennerhund. Pennerhund, 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 Pennerhund. So hätte es zum Beispiel laufen können, wäre die Firma mal auf mich zugekommen. Leute, und das war's leider auch schon wieder von einer weiteren Folge. Ey, was machst du da? Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß dabei an dieser Folge. Z-Tech Family. Leute, ich hoffe, ihr habt noch gesunde Füße und Hände, dass ihr weiter froh und munter zur Arbeit gehen könnt. Ich gehe gleich wieder zur Arbeit, was wieder richtig, richtig toll wird das. Ich hoffe, ihr kommt noch durch die Corona-Pandemie gesund und munter durch. Leute, peace out! Ey, pass auf, ich nehm dir deine Krone weg, hey, du und hau euch allen auf.